Hey Leute, willkommen zu einem neuen Vlog aus Amerika. Ich bin immer noch in New York. Ich bin jetzt gerade nach Harlem gefahren und will mir hier einen der wenigen Lidl anschauen, die es hier gibt. Der ist hier gegenüber von mir auf der anderen Straßenseite. Und da gehen wir jetzt mal rein und schauen, ob es irgendwelche Unterschiede zu Deutschland gibt oder ob es irgendwelche Besonderheiten für Amerika gibt. Also die Preise, würde ich sagen, sind auf jeden Fall ähnlich gut wie in Deutschland. Die Supermärkte in Amerika normal relativ teuer, auch was das Wasser angeht meistens. Also für 1,50 ist es schwer, hier ein Wasser zu finden. Normal so 2-3 Dollar. Ich glaube, diese Tortellini oder Ravioli gibt es auch in Deutschland. Also die hier mit dem blauen Emblem. Ich gehe einfach mal ein bisschen durch die Regale und filme die Sachen. Hier den Backshop gibt es ja eigentlich auch so ähnlich, natürlich ein bisschen größer auch in Deutschland. Hier gibt es sogar Laugenbäckle und Brezeln für einen relativ guten Preis. Das sieht doch schon sehr ähnlich aus zu Deutschland. Ich glaube, dieselbe Marke ist es auch in Deutschland, in der es verkauft wird, beziehungsweise sieht die Verpackung genauso aus. Also bis jetzt habe ich noch nichts spezifisch Deutsches gefunden. Nutella haben sie. Ich schätze mal, die kommt aus Amerika. Aus Brasilien kommt die Nutella. Ich gehe jetzt mal runter. Das sieht doch genauso aus wie in Deutschland. Auch diese großen Packungen, diese XXL-Packung mit den ganzen Nudeln. Die Tomaten hier kenne ich auch. Die Sachen gibt es hier auch so in Deutschland. Die kenne ich auch. Die Tomatensauce hier. Ich glaube, das ist alles Eigenmarke von Lidl. Hier drüben gibt es sogar die Grillsachen. Und hier irgendwelche Heimwerker-Sachen, so eine Putzmaschine von Parkside. Hier Capri-Sonne gibt es. Natürlich teilweise manche Binden ein bisschen unterschiedlich oder größer wie bei uns. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier so riesen Tomatensaft bei uns auch gibt. Aber Apfelsaft natürlich auch, vielleicht ein bisschen anders, eventuell in Glasflaschen. Aber sonst sind einige Sachen schon sehr ähnlich. Natürlich einige Produkte auch nicht. Ah, sehen wir Kokosnusswasser. Mal gucken. Hier gibt es auch noch Bio-Kokosnusswasser, was teilweise richtig teuer hier ist. Also so 5-6 Dollar für so eine Packung muss man hier teilweise zahlen. Hier auch die Fertigprodukte von Knorr, die es ja auch im deutschen Lidl so gibt. Natürlich ein bisschen mehr bei uns. Hier noch mehr Nudeln, die Nudeln von Barilla auch hier. Ich glaube, die Bohnen und die Sachen, die hier jetzt stehen, die sehen in Deutschland auch so ähnlich aus, auch von der Verpackung her. Ich guck mal wieder drauf, woher die Sachen sind. Also steht nicht drauf, steht nur drauf, dass sie von Lidl USA gekauft wurden. Hier kommen wir zu den Backzutaten. Die sind, glaube ich, schon ein bisschen anders wie in Deutschland. Hier steht Essig, natürlich auch hier wieder Riesengebinde, die es, glaube ich, so bei uns nicht gibt. Hier die Eierverpackung sind auch ein bisschen größer, wie sie in Deutschland sind. Hier mit 18 Eiern, 12 Eiern. Die Milch wird immer in Gallonen verkauft. Das sind, glaube ich, 3,75 Liter circa. Hier auch die guten Brezeln. Ich glaube, die könnten sogar aus Deutschland sein. Da steht wieder nur drauf, dass sie von Lidl USA gekauft wurden, nicht woher sie kommen. Hier steht Klopapier. Und wie man den Preisen sehen könnte, die Preise sind schon ein bisschen anders wie in Deutschland. Also so günstige Lebensmittelpreise und Nearfood-Sachen. Obwohl ich sagen muss, dass die Preise hier schon ziemlich gut sind für Amerika. Also ich war schon im Walmart oder im Target, was jetzt auch eher ein günstigerer Supermarkt ist. Wie man hier zum Beispiel sehen kann, ist ein T-Bone Steak vom Angus. Klar, es ist nur Choice, aber trotzdem für 12 oder 13 Dollar das Pfund ist für Amerika schon sehr gut.
Es steht leider wie bei hier bei vielen Produkten nur drauf, dass es von Lidl USA gekauft wurde und nicht, woher die Produkte kommen. Das würde mich nämlich interessieren, woher die Sachen teilweise kommen. Vielleicht finden wir bei den Kartoffeln was, also die sollten nochmal schon aus Idaho kommen. Leider nicht drauf, aber ich schätze mal, dass die schon aus Amerika kommen, weil Idaho sehr bekannt für seine Kartoffeln und hier dieses Herzchen, denke ich mal schon, dass das aus Amerika kommt. Es wird auch keinen Sinn machen, sowas zu importieren irgendwo anders her. Ich hoffe, dir hat mein kleiner Rundgang gefallen hier in dem Lidl in New York. Wenn das so ist, abonniere gerne den Kanal. Nächste Woche kommen noch mehr Vlogs. Bis dann.